Herzlich willkommen aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Berufsastrologe für vedische Astrologie und Lehrer der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 15-minütigen Video geht es nun um die Sterne für den Monat September 2015, wie hier die planetare Großwetterlage aussieht für den neuen Monat. Bevor wir dort einsteigen, in Abhängigkeit von Ihrem Aszendenten, lassen Sie mich zwei wichtige kurze Hinweise geben. Und zwar, der erste Hinweis wäre, bitte beachten Sie, dass die Deutungen hier vorgenommen werden von Ihrem Aszendenten und nicht von Ihrem Sonnenzeichen. Denn in der vedischen Astrologie ist der Aszendent, der sich ja alle 2 Stunden ändert, viel wichtiger als wie das Sonnenzeichen, das ja knapp 30 Tage gleich bleibt. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann biete ich Ihnen gerne an, dass ich Ihnen diesen gratis ermittle. Gehen Sie dazu einfach unterhalb des Videos auf den Link. Dort können Sie mir Ihre Kontaktdaten schicken, bitte auch mit Ort, nicht nur das Land, damit ich Ihnen den Aszendenten dann per E-Mail gratis und kurzfristig zur Verfügung stellen kann. Denn dann wissen Sie, welches der Videos, ob jetzt Widder, Stier, Löwe oder was auch immer, für Sie das Richtige ist, denn maßgebend ist hier die Deutung eben abgeleitet vom Aszendenten. Dann noch ein zweiter Punkt, bevor wir loslegen. Ja, ich habe mir was Neues überlegt für Sie als meine YouTube-Zuschauer und auch die Newsletter-Bezieher. Und zwar ein neues Gratis-Angebot, das nennt sich Ihr spiritueller Geburtstag. Denn in der vedischen Astrologie gibt es die sogenannten Tithis, sprich das sind die unterschiedlichen Mondphasen. Da gibt es ja 14 Phasen des zunehmenden Mondes, 14 Phasen des abnehmenden Mondes und Vollmond und Neumond. Und der Tag oder der Moment, an dem Sie geboren sind, wo da der Mond, also in welchem Titi der zu diesem Zeitpunkt steht, birgt schon einiges an wichtigen Informationen über Ihr Leben, sodass man hier schon allein durch die Mondposition zum Zeitpunkt Ihrer Geburt, ob der zunehmend ist, ob der abnehmend ist, der Mond, ob er im 7. Titi oder im 14. Titi oder im 1. Titi steht, kann man schon einige interessante Informationen über Ihren Lebenspfad herauslesen. Und diese Analyse biete ich Ihnen gratis an. Gehen Sie dazu einfach unterhalb des Videos auf den vorbereiteten Link, senden Sie mir Ihre Kontaktdaten zu und Sie bekommen recht kurzfristig dann eine kleine Analyse über Ihren, ja, man nennt es auch den spirituellen Geburtstag, wo der Tag dann genannt ist, bezogen auf die Mondphase im Moment Ihrer Geburt. Okay, ja, dann sind wir soweit und jetzt geht's aber um die planetare Großwetterlage bezüglich der Konstellation September 2015. Ja, nun wollen wir doch mal schauen, wie für Sie die Planeten stehen als Aszendent Fische für den September 2015. Nun, ich habe ja so eine Tabelle jetzt erstellt, damit man mal sieht, wo so die planetaren Energien sich bündeln. Und bei Ihnen als Fische-Aszendent, da sehen wir schon, dass viel sich um das 7. Haus bewegt. Warum? Schauen Sie, Sie sind Fische-Aszendent. Fische wird regiert durch den Planeten Jupiter, den haben wir hier, diese Hieroglyphen. Und die Sonne ist ja immer wichtig, das zeigt, wo Sie interessiert sind. Das sind Sie in Persona, wo Sie mit Ihrem Körper sich aufhalten wollen oder mit Ihrer Aufmerksamkeit und mit Ihrem Interesse.
Das ist das siebte Haus und das siebte Haus steht für Partnerschaft. Sprich, die Beziehungsthematik wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Sie als Aszendent Fische im September 2015. Wir werden es auch gleich ein bisschen näher beleuchten. Die weiteren Häuser, die eine gewisse Rolle spielen, sind die Häuser 6 und 8, wobei mehr das sechste Haus, denn hier haben wir die Venus und Mars darin. Sechste Haus steht für Herausforderungen, Probleme, den Alltag. Auch das erfährt einen gewissen Fokus. Aber glücklicherweise haben Sie den Mars darin und der will ja kämpfen, der will ja Probleme lösen. Insofern ist der natürlich hier gut positioniert, denn Mars braucht Herausforderungen und so kann er die mit Fokus und Logik anpacken. Ja, das kann natürlich auch sehr gut in Verbindung stehen, weil die Venus steht ja auch für Beziehungen mit dem Thema Beziehung. Ja, dass hier einiges an Herausforderungen in Beziehungen, in Partnerschaften, vielleicht auch Geschäftspartnerschaften, wenn sie selbstständig sind, auf einen besseren Level gebracht werden möchte. Nun schauen wir uns das noch etwas näher an. Die Sonne, mit der beginnen wir, die ist ja bis 23.09. in Haus 7, bevor sie dann in die Waage geht, das haben sie ja dann das achte Haus. Das heißt, die meiste Zeit in dem Monat gilt das Interesse dem Thema Partnerschaft, Beziehung. Und da geht ihre Aufmerksamkeit hin. Das Wohlergehen ihres Gegenübers ist ihnen besonders wichtig, ja? Denn die Sonne hat sich in Haus 7 hineingesetzt bei Ihnen, ja. Sprich, Ihr Interesse geht in Richtung, ja, wie geht es denn dem anderen mit mir, ja? Die Sonne ist auch immer bereit, mir Opfer zu bringen. Also heißt das, wenn es darum geht, dass Sie irgendwie wo Abstriche machen müssen, dann sind Sie jetzt leichter dazu bereit und in der Lage. Denn das Wohlergehen Ihres Partners oder auch das Funktionieren der Beziehung ist Ihnen am Herzen gelegen. Da passt ja auch ganz gut, dass der Jupiter auch in diesem Zeichen steht. Darüber werden wir gleich sprechen. Bevor wir das tun, eine kurze astronomische Information, die jetzt keine Deutungsauswirkung in dem Sinn jetzt erstmal groß zeigt, aber die ich Ihnen sagen möchte. Wir haben ja Vollmond am 28. September, beziehungsweise bei Ihnen hat es schon eine astrologische Auswirkung auch. Und zwar findet diese ja statt in Ihrem zweiten Haus. Und das bedeutet, das ist ein positiver Transit, dass Sie den Vollmond in Haus 2 haben. Das heißt, Sie können damit rechnen, dass etwas zu Ihnen kommt, was Sie mehr erfüllt sein lässt oder das, wie es sich auch zeigen kann, ist, dass Sie eine gute Wahrnehmung dafür bekommen oder genauer wissen, spüren, was Sie mehr erfüllt sein lässt. Das kann jetzt auch am 27. oder am 29. sein. Ja, das ist so in dem Zeitfenster 27. bis 29. um den Vollmond herum. Denn natürlich ist es auch eine sehr gute Sache, wenn Sie wissen, was Sie wollen, was Sie mehr erfüllt sein lässt, ja, was Sie nährt oder vielleicht sogar auch physisch in Form von etwas Brauchbarem, Verwertbarem, finanziell als Ressource, als Mittel zu Ihnen kommt, als Art Belohnung, weil Sie sich gut um Ihre Ressourcen auch in der Vergangenheit gekümmert haben. Sprich, der Vollmond in Haus 2 ist ein guter Transit. Ich möchte aber auch auf die astronomische Auswirkung zu sprechen kommen, denn wir haben am 28. September wieder mal, schauen Sie, hier kommt der Ketu, der Schattenplanet, und verschluckt den Mond. Ja? Das bedeutet, wir kriegen eine Mondfinsternis, eine totale Mondfinsternis sichtbar aus unseren Breiten. Und das bedeutet, Sie können so, ich glaube, um die 4 Uhr morgens, warten Sie mal, ich glaube, ich habe hier sogar einen Zettel, schauen wir schnell nach. Ja,
Ja, eher 3 Uhr oder ja, 4 Uhr, so um den Dreh rum morgens, also in der Nacht, können Sie eine totale Mondfinsternis erleben. Vorausgesetzt natürlich, die Wolken meinen es gut mit uns, denn dieses Spektakel hatten wir seit über 7 Jahren nicht mehr in unseren Breiten und insofern sicherlich ein sehr interessantes Himmelsspektakel. Zumal bei Ihnen der Mond ja auch was geben will, wie ich Ihnen gesagt habe, könnten Sie ihm ja gleich Ihre Wertschätzung darbringen, zumal er ja auch mit diesem Himmelsspektakel aufwartet. Nun, da war ich jetzt gerade, Jupiter ist ja jetzt auch eingetreten, erst vor kurzem, auch in ihr siebtes Haus, wo ja die Sonne darin ist, die ja so wichtig ist im Horoskop. Damit haben wir mit den beiden größten Planeten aus dem Sonnensystem, sind bei Ihnen als Aszendent Fische im Haus der Beziehung. Das bedeutet zum einen, bedeutet das natürlich, dass Themen, wie Sie gemeinsam mit Ihrem Partner schöpferisch tätig sein können, sprich eine Dynastie aufbauen können, etwas Bleibendes, dass dies besonders unterstützt wird. Natürlich eine Dynastie, etwas Bleibendes kann in Form von Kindern sein. Deswegen Haus 7 steht auch für Sexualität und die Empfängnis. Ja, also fruchtbare Zeiten brechen an. Ja, überlegen Sie sich das nochmal. Vielleicht wäre es nochmal ganz gut mit ein paar Bambinis. Das ist eine gute Konstellation mit Jupiter in Haus 7, im Haus der Empfängnis. Aber Sie merken schon, die Dynastie, was aufbauen, was Bleibendes. Natürlich, Kinder sind auch was, was ein sehr wahrscheinlich überlebt, ja. Und so hat man ja auch einen wichtigen Beitrag geleistet, ja, für die Welt, wenn man sich um Kinder kümmert, Kinder in die Welt setzt. Aber natürlich muss es nicht nur in Form von Kindern geschehen, denn sie können mit ihrem Partner auch auf eine andere Art und Weise schöpferisch tätig sein, indem sie etwas an Philosophie, Wissen, Weisheit, Buch, Firma, Selbstständigkeit oder Kunst in die Öffentlichkeit tragen, was sie überlebt und wie sie ihren Stempel, ihren Abdruck hier in der Welt hinterlassen. Gut, ja, das wäre zu Jupiter und der wird ja auch noch ein Jahr in dieser guten Position für Sie verweilen und diese eben genannten Themen positiv unterstützen. Nun kommen wir zu Saturn und auch hier vollzieht sich ein wichtiger großer Wechsel. Saturn ist der drittgrößte Planet im Sonnensystem. Und er ändert jetzt nach 8 Monaten seine Position. Er geht jetzt raus vom Skorpion, rein in den Schützen am 19.09. Und Saturn ist der Planet der Arbeit. Und wo geht er hin? Ins Haus der Arbeit. Sprich, was für Sie jetzt ein Thema wird als Fische-Aszendent, aber nicht nur jetzt im September, sondern Saturn wechselt seine Position und wird jetzt in diesem 10. Haus, im Haus der Arbeit und der Verantwortung, bis Dezember 2017 verweilen, weil Saturn macht ganze Sachen. Saturn bleibt lang an einem Fleck. Saturn ist langsam, aber gründlich, ja. Und so geht es also darum, wie Sie jetzt sich mehr mit Ernsthaftigkeit, auf authentische Weise, mit Konzentration, mit Pflichtbewusstsein um die Wahrnehmung ihrer beruflichen Ausrichtung kümmern, vielleicht am Arbeitsplatz sogar einen Aufstieg erfahren, weil sie mehr Verantwortung übernehmen. Solche Dinge werden nun mit Saturn unterstützt, der ja dort über 2 Jahre in dieser Hausposition verweilen wird. Ja, der Mars, der ist im 6. Haus und zwar bis 25. August. Und ich möchte Ihnen gleich dazu sagen, Mars braucht ja Probleme, er will Probleme lösen. Ja? Und das 6. Haus ist das Haus der Probleme. Merken Sie was?
der ist da günstig investiert, da ist er gut aufgeräumt, da kann er sich austoben. Ja? Damit möchte ich Ihnen den Tipp geben, wenn Sie irgendwas vor sich hergeschoben haben, ja, wo noch nicht erledigt ist, ja, wo ein Problem gemanagt werden muss, steht Ihnen jetzt der Mut, die Willenskraft, die Logik, der Fokus zur Verfügung, sich direkt, sofort, unerschrocken der Herausforderung anzunehmen, um das dringende Problem, das noch nicht erledigt ist, anpacken zu können und managen zu können. Nutzen Sie das. Dazu kommt, dass auch der Diplomat zur Verfügung steht in Haus 6, denn auch die Venus ist den ganzen Monat im Löwen. Sprich, Sie werden auch das diplomatische Geschick haben, wenn es darum geht, gewisse Probleme zu lösen, Herausforderungen zu managen, dass Sie das nicht martialisch, militärisch hier niederwalzen, sondern dass Sie mit die Venus ist die ganze Zeit auch in dem Haus, dass Sie da keine, wie soll ich sagen, keinen Schaden anrichten, haben wir eben auch diese besänftigende Energie der Venus auch zur Verfügung. Insofern eine gute Konstellation wirklich, um mit einer gewissen, ja, wie soll ich denn sagen, mit diplomatischem Geschick auch Probleme mutig zu lösen. Nun, Merkur ist jetzt in der Waage den ganzen Monat. Er wird auch rückläufig darin, das heißt, er bleibt ein bisschen länger stehen. Das ist das achte Haus. Und Haus 8 hat natürlich immer was zu tun mit den verborgenen Seiten in uns, wo wir auch Schwachstellen haben. Merkur will überprüfen, Merkur will wissen, Merkur will experimentieren, Merkur will forschen. Und damit möchte ich Ihnen sagen, Sie haben jetzt eine gute Gelegenheit, dass Sie mit diesen Schwachstellen mehr sich bewusst machen können, indem sie sich selber mehr erforschen. Deswegen, das achte Haus steht auch für die Esoterik, sprich damit auch für die Königsdisziplin Astrologie, auch für die Psychologie, auch für den Tod. Und Merkur darin, der ja lernen will, der ja neugierig ist, der was ja, lernen möchte, ist natürlich dann gut investiert, wenn er sich mit solchen Themen auseinandersetzen kann oder mit den eigenen Schattenseiten. Wobei natürlich dann so Themen wie Psychologie oder Esoterik sicherlich hilfreich zur Verfügung stehen. Und damit Sie da ein bisschen auch motiviert sind, in die Richtung was zu machen, haben Sie ja hier die Mondknoten Rahu und Ketu dargestellt. Die laufen bei Ihnen ja momentan zwischen Haus 2 und Haus 8. Das heißt, es wird etwas gewackelt auf dem Band, auf dem quasi Ihre Stabilität aufgebaut ist. Haus 2 und Haus 8 ist die innere Stärke und die materielle Stabilität. Und es geht jetzt darum, mit Rahu in Haus 8, weil der ist da auch noch ein paar Wochen in dieser Position und Ketu in Haus 2, weitere innere Stärke aufzubauen. Und dann ist es doch gut, wenn auch der Merkur darin ist, in Haus 8, der das Gleiche will. Sprich, die Energie nimmt sogar zu in Richtung des Aufbaus von Vertrauen und innerer Stärke. Vielleicht mit Hilfe der Psychologie und der Esoterik und der Mystik positiv vorwärts zu kommen. Ja, das war jetzt so die Konstellation für Sie, Aszendent Fische, für September 2015. Ja, zum Schluss möchte ich nur noch mal an das Angebot erinnern, dass ich Ihnen gratis gerne Ihren Aszendenten im vedischen Horoskop ermittle, falls Sie den eben nicht kennen. Gehen Sie dazu einfach unterhalb des Videos auf den vorbereiteten Link und ich teile Ihnen gratis Ihren Aszendenten im vedischen Horoskop mit. Natürlich kennen Sie den vielleicht bereits, aber viele denken, das geht nach dem Sonnenzeichen. Es ist der Aszendent aber eben wichtiger.
Dann der zweite Punkt nochmal war nochmal die Erinnerung an das neue Gratisangebot, Ihr spiritueller Geburtstag, sprich in welchem Titi befand sich Ihr Mond zum Zeitpunkt Ihrer Geburt. Das ist ein sehr interessanter Punkt und spielt in Indien eine ganz, ganz große Rolle in der vedischen Tradition, weil das sehr wichtig ist, wie der Mond stand im Moment Ihrer Geburt, denn das hat auch viel Aussagen über Ihren Lebenspfad. Und gerne bekommen Sie von mir gratis dazu eine einseitige Analyse, wenn Sie mir Ihre Kontaktdaten schicken, Geburtstag, Geburtsort, Geburtsurzeit. Und dann erhalten Sie auch über dieses vorbereitete Kontaktformular, das Sie unterhalb dieses Videos finden, diesen vorbereiteten Link, erhalten Sie kurzfristig gratis von mir diese Analyse über Ihren spirituellen Geburtstag. Ja, dann sind wir mit der planetaren Großwetterlage für September 2015 soweit durch. Ich darf Ihnen natürlich wieder einen fantastischen Monat wünschen und möchte auch mit einem Zitat von dem großen Denker Albert Einstein schließen. Ja, er sagte einmal etwas in einer gewitzten Art und Weise: Ich glaube nicht an Astrologie, es funktioniert. Und da uns die Wissenschaft der Astrologie ja gemeinsam verbindet, denke ich, ist das ein interessantes Zitat von einer großen Persönlichkeit. Ihnen also alles, alles Gute für den neuen Monat. Ich freue mich auf ein Wiederhören und Wiedersehen Ende September wieder aus dem Nachrichtenstudio, wenn es wieder darum geht, die planetare Großwetterlage für Oktober 2015 mit Ihnen gemeinsam durchzugehen. Alles Gute, bis dahin.